Auswählen ist was, das macht man ganz oft und es ist oftmals auch was Einfaches. Das heißt, zum Beispiel Essen oder Trinken auswählen. Das ist was, was einem Talker-Nutzer wahrscheinlich gar nicht so schwer fällt. Oft ist es sogar so, dass es eben was auszuwählen gibt, was sichtbar ist. Zum Beispiel beim Frühstück irgendwas auszuwählen, möchte ich das Nutella oder Käse auf dem Brot haben. Dann sind diese Sachen aber da. Man sieht sie in echt, könnte vielleicht sogar draufdeuten oder kann sie eben aus dem Talker rausnehmen und benennen. Schwieriger wird es natürlich, wenn man was auswählen möchte, was man nicht sieht. Und das ist zum Beispiel auch was, was man dann gut in der Gruppe machen kann, eben noch mit anderen Mitschülern, vielleicht mit kleineren Geschwistern oder mit größeren Geschwistern, die das dann wahrscheinlich schon deutlich besser können und eben auch ein gutes Vorbild sein können. Das heißt, Dinge auswählen, die man gar nicht sieht. Es wird umso schwerer, wenn man sagt, okay, was soll ich dir denn vom Einkaufen mitbringen? Denn dann ist es die große Auswahl, vielleicht auch von Lebensmitteln oder Getränken. Aber da man sie nicht sieht, ist es eine deutlich schwierigere Aufforderung, dann etwas auszuwählen. Und auch sowas Einfaches wie auswählen kann man eben üben. Und dazu haben wir jetzt in dem Adventskalender mindestens drei Beispiele, denn hier sind drei rausgegriffen. Und zum Beispiel könnte es eben sein, dass man dieses eine Video anschaut. Wir werden jetzt nicht weiter noch Sachen anschauen, sondern nur als Idee, was man hier so lesen kann, wo es dann darum geht, zum Beispiel zu sagen, okay, wir schauen mal nach einem Lied bei YouTube, aber um was soll es gehen? Und dann könnte man zum Beispiel auch, wenn ein Kind gar keine Idee hat, sagen, du kannst dir ein Tier wünschen. Und auch das könnte eben was sein, was für manches Kind ein bisschen schwierig ist, sich zu überlegen, ah, okay, ich darf jetzt frei auswählen, was für ein Tier und nicht ein Tier, das ich jetzt sehe in einem Buch oder als Spielzeug auf dem Tisch steht. Das ist so eine kleine Herausforderung, das beim Auswählen eben dann zutrifft. Aber oftmals ist es sogar so, dass die Wörter, die man vielleicht braucht, gerade wenn es irgendwie spontan um irgendetwas geht, wo man nicht sagen kann, ups, das gibt es jetzt zur Auswahl, das habe ich noch gar nicht in den Talker reingespeichert. Auch solche Situationen sollte ein Talker-Nutzer natürlich irgendwie meistern können. Und auch da kann man ihm ein bisschen helfen und kann ihn quasi in Situationen reinbringen, wo er das dann üben kann.